Hallo, hier ist der Christoph von Schnauers 58 und ich bin wieder unterwegs. Ist ein herrlicher sonniger Tag und gehe ich mit den Hunden eine kleine Runde, so eine Stunde, zwei, drei und mache vielleicht noch eine VA unterwegs. Jo. Da ist einer. Da ist der andere. Nun denn, dann würden wir mal losgehen. Hopp. Hier ist ein schönes Feuchtbiotop. Da sind auch Enten drin, Stockenten. Die brüten hier immer. Aber man sieht noch keine Sonne. Das wird wieder ein schöner Tag. Komm her, Süße. Hallo Ralf, du wolltest ja wissen, welche Messer wir nicht mehr mitnehmen oder selten mitnehmen. Und da habe ich dir hier mal stellvertretend für alle das Wakonda von Jürgen Scheer, ein Überlebensmesser. Ja, warum nehme ich es nicht mehr mit? Es ist ein klasse Messer, ein super Campknife. Es ist entwickelt worden als Überlebensmesser, Erntemesser, Helfer für im Lager. Es ist ein unheimlich klasse Teil, und aber es hat sein Gewicht. Und im Moment bevorzuge ich ein leichtes Messer, mein S1, und wenn es notwendig ist, ein Beil. Aber ich habe noch nie ein Beil gebraucht, wenn ich das S1 dabei hatte. Jo, es gibt eigentlich keinen Grund für das Messer hier nicht mehr mitzunehmen. Aber es ist halt auch eine Gewichtsfrage. Jo, das wäre es von mir eigentlich schon gewesen. Ralf, alles Gute für deinen Kanal. Machst geile Videos. Jo, dann bis zum nächsten Mal, ne? Das Wakonda von Jürgen Scheer, gebaut von TH Künzi. So, wir gehen jetzt mal weiter. Hier den Berg hoch, durch den Wald. Es ist jetzt ungefähr 8.45 Uhr und ein Bombenwetter.
herrlich ruhig, man hört nur die Vögel pfeifen und mein dummes Gewäsch. Das ist ein selten begangener Weg. Da hat eben ein Rehbock gebellt, aber gesehen haben wir nichts. Jo Leute, ich werde jetzt die Kamera mal ausschalten, werde noch ein bisschen den Morgen genießen und jo, bis zum nächsten Mal. Bedanke mich fürs Zusehen, Zuhören. Ein herrlicher Tag. Tschüss.